willkommen zu Finde den geheimen Bunker. Alles klar? Mit dem Lachmann. Das war nur so, willkommen zu, keine Ahnung, was wir hier gerade spielen. Ja, so ungefähr. Schreibe das Spiel in schlecht. Das mit der Ausrüstung ist einfach gerade ein bisschen nervig. Ich habe jetzt, wir haben uns eben neu ausgestattet und ich habe lauter Dinge angelegt, die einfach bessere Ausstattungswerte haben, aber eigentlich schlechter sind als das, was ich vorher hatte. Was der Rucksack ich? Auch. Boah, so ein geiles Spiel, ne? Da liegt alles mit Müll. Und Dreh-Klamotten. Alle Autos stehen da so rum und überall Barrieren, über die du überall sind die Türen offen, gell? Schreibt die Vision 2. Weil wenn du rumläufst, dann kriegst du überall eine aufs Maul. Das sagt aber schon zu viel über das Spiel aus. Ich schieße erstmal auf unsere eigenen Leute. Ach Gott. Ach, die gehören zu uns. Oh Gott. Das sind unsere. Oh nein. Oh Gott. Oh, nee. Kein Wunder, dass wir den Krieg verloren haben. So wie die aussehen, wissen die noch nicht mal, dass ein Krieg stattgefunden hat. Einfach nur. Die alle da aus dem Swimmingpool, was ist da los? Ja, die kommen alle aus dem Swimmingpool, genau. Einfach nur hässlich. Auf jeden Fall sind wir hier schon im Suchgebiet, aber ich glaube. Sich nähernde Feinde erkannt. Ja, zusätzliche Feinde. Oh, hier ist ein Ausstattungssystem. Oh. Da kommt Selbstmörder. Überlassen wir es. Selbstmörder. Selbstmittel, alles Selbstmittel, du auch, Selbstmittel. Ah, ja, hier, Schaumstoffgranate oder sowas. Schaumstoffgranate. Und da hat er mich mit Wattebällchen beworfen. Das sind keine Granaten, die fliegen auch nicht weit. Bei zu viel Wind fliegen die auch weg. Ich hab sie so weit geworfen, wie ich konnte. 2 Meter. Vom Balkon aus. Ja. Der ist oben. Einfach nur. Den Eingang finden. Okay. Ja, such mal den Eingang. Okay. Hier bin ich schon nicht mehr im Gebiet. Mir wird der Eingang 1,2 geben, aber ich habe auch das falsche Gebiet. Aber ich bin auch vollkommen im falschen Gebiet. Ich bin zuversichtlich. Sehr gut, sehr, sehr gut. So, das war Jochen und Dauren. Wir haben uns einfach voreinander gestellt und aufeinander geschossen. Ich habe gewonnen. Registriere zusätzliche Feindkontakte. So, aber hier bei dir da hinten was? Das. Ja, ich komm mal vorbei. Bis jetzt nur Gegner. Und die tun mir weh. Dann sage ich, hey, gegnert hier nicht so rum. Hört mal auf, hier so rum zu gegnern. Hey. Oder ist das vielleicht unten im, in der Analysation? Das greift sie mich alle an. Oh, what? Ich habe gerade grüne Ausrüstung gefunden. Und du willst sie nicht mit mir teilen? Asse und Achten. What the fuck? Okay. Scharfschützengewehrschaden, Kopfschussschaden, ja, und schon wieder was für ein Scharfschützengewehr. Super gut. Hinten in dieser Ausrüstungskiste war das drin. Gehen wir jetzt hier runter? Da. Unten, ne? Ah, ich geh vor.
Okay, hier ist nur Scheiße. Da ist eine Tür. Nein, es ist auch nur Scheiße. Sie ist voller Scheiße. Okay, rein da. Ja. Das schaffen wir. Story-Schwierigkeit. Das schaffen wir. Story. Story. Story, der 12. Zwerg. Stori-Zwerg. So, was ist denn jetzt hier mit dem Code? Code. Auf der Suche nach dem bunten Code. Dünsch, mein Name ist General Dünsch. Ist hier jemand, der Dünsch heißt? Dünsch, der Dünsch. Einsatz abgeschlossen. Ja, geil. Das Untersuchungsgefängnis gelangt. Das ist der einfachste Weg hinein. Oh, ich lese mir hier diese Tipps durch. Da Du lerne bist ich schon vielleicht drin? noch Oder was? Nee, jetzt. Hä? Du wurdest mir gerade hier vorne Kontaminiertes angezeigt. Wasser entdeckt. Und jetzt bin Die ich dahin. Kanüle Queen, funktionieren so. sollte. Versuchen Sie damit, das Wasser abzupumpen. Irgendjemand soll das Ja. Wasser abpumpen. Pump mal. Okay. Nach Jahren sind wir da drauf gekommen, dass es hier total nach Kacke stinkt. Jetzt brauchen wir See. Oh, da unten ist Loot. Loot, 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 Loot. Aber wie kommen wir da dran? Loot, Loot, Loot. Ich hatte doch gerade. Ja, hier, interagieren. Da, interagieren. Enter. So, können wir zur Runde? Noch nicht. Ist Nein. noch nicht fertig. Loot, 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 Loot. Müssen das Wasser ablassen. Loot, Loot, Loot. The fuck? Muss ich auf irgendwas schießen? Ich wette, ich muss auf irgendwas schießen. Lass hier rumbrüllen. Hallo. Ich sagte euch, ich muss auf was schießen. Ich Schießen krieg den hilft Pell. immer. Wenn ich nichts mache, finde ich gut. Oh, es hat sich an wie die Klospülung. Oh, cool, ich bin hier runter. Oh, ich habe mich abgeholt. Ja, Die scheiße, Waffen steckt, haben das von ist Schaum korrekt. geredet. Bist du auch Vorsicht, Edith. klug? Das Zeug ist gefährlich. Waffe. Jetzt muss er wieder hoch, muss er hier raus, oder? Oh mein Gott. Da gibt es doch bestimmt irgendwas zu entdecken, oder? Im Moment. Den Waschraum Wenn das sicher. hier der richtige Weg ist, dann sollten wir aber erstmal in die andere Richtung. Ach, wer weiß. Ich meine, du musst jetzt nicht unbedingt mitkommen, aber ich schaue mir das gerade mal an. Da ist ein Loch. Ja, okay. Hat sich. Dafür bin ich jetzt diesen ganzen Weg runtergelatscht. Oh Gott. Den ganzen Weg. Den Ich will da kompletten. total. Ach, da ist auch Ich der Anhänger auch. dann. Ja, okay, cool. Oh, dann kommen wir bestimmt von der anderen Seite da dran. Und ich bin schlau. Ja, wir könnten auch einfach unseren Arm durch das Gitter stecken. Ja, guck mal, wie dran kommt. Mit so einem Stock. Kommen die Gegner um die Ecke und sehen uns doch, wie wir mit dem Stock rumbogen. Das passiert, wenn man nicht ordentlich wäscht. Alles voller Scheiße hier. Was guckt ihr das mal an? Hier hat aber jemand ordentlich Dünnpfiff gehabt. Da hinten auch. Alles voller Scheiße. Der Typ Weil auch! Wenn ihr noch Voller mit der Scheiße! Schaumstoffgranate rumwirft, dann sieht das noch ekelhafter aus. Ja, hier drin ist was. Im Übrigen. Wir brauchen einen Hebel oder sowas, um das zu öffnen. Ah, das ist ein Schraubenzieher. Ich sagte Hebel! Aufgemacht! Der macht Ist alles doch ein kaputt! Hebel! Ist doch. Hebelknopf! Ein Hebelknopf! Das ist kein Gefängnis. Okay, dein Das war ein ganz schön toughes Rätsel. Wir haben etwa 500 Demonstranten, die untergebracht und verurteilt werden müssen. Und weder
weder Männer noch Betten. Wir brauchen wirklich deine Hilfe. Wir haben 500 Demonstranten, aber weder Männer noch Betten. Wie genau wollt ihr die bestrafen, die Demonstranten? Ist er in Quarantäne? Ja. Wenn sie keine Symptome aufweist, sind wir vermutlich sicher. Einige Spinnen. Vermutlich. Ja, mehr als ein Spinn. Oh, waren ja nur zwei. Ich habe einen Hammer gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Nägel. Jetzt sind sie unser Hammerbeauftragter. Hast du gut auf ihn auf? Hier raufgekommen ist, darauf aufzunehmen. Der hat sich gerade so cool rübergerollt, aber da schon. Ja, aber es sah gut aus. Ich bin Ihr Vorgesetzter, ich bin der Hammerbeauftragte. Hören Sie auf mich, hören Sie, was ich sage. Ich höre gar nichts, ich höre nur Rock'n'Roll. Wie er hochklettert und stirbt. Der andere springt runter und stirbt. Die Leute wissen gar nicht, was sie tun. Naja, hauptsächlich sterben sie. Dafür muss man jetzt nicht studiert haben. Haben sie studiert, um sterben zu dürfen? Heutzutage musst du für alles studieren. Aber ich muss doch nur mal auf Toilette. Tut mir leid. Siehst du diese Hand hier? Die ist halt nicht hallo. Wo rennt der? Der hallo? Rennt ständig im Kreis, dieser komische. Hallo? Miese. Fitnessstudio. Kleine. Du der. Nee, ich hab mit einem Arm diese Tür aufgehebelt. Aufgehebelt? Ja, Arm reingesteckt und gehebelt. Ah, hier ist doch schon wieder so ein Schalter, den man. Ich hab ihn mir nur dreimal dabei gebrochen. So was, kann man da rein, das ist ein Gerät. Kann man da irgendwie reinschießen? Ist da von innen was? Oder eine Tür, siehst du irgendwas? Irgendwo muss ein Kasten sein. Oder eine Granate wieder hinter die Tür werfen, das könnte natürlich auch sein. Aber wie gesagt, ich hab die doofen Granaten. Ich habe auch diese doofen Granaten. Was? Achso, die Schaumstoff, ja. Ja. Kann man von unten? Wahrscheinlich nicht. Unangenehm. Ich laufe hier unten trotzdem mal die Türen ab, vielleicht ist da noch irgendwas. Poop, poop. Was? Poop, poop. Hört ihr mich, Gefahr? Eine Kamera. Ich kann die Kamera kaputt schießen. Ja, zeig's der Kamera. Ah, blöde Kamera. Warum kann ich mich hier draufstellen? Das ist ja nur Fug. Moment. Komm ich hier überhaupt durch? Nee. Kann man gar nichts durchwerfen. Okay, dann hat sich das ja sowieso schon erledigt. Mächtig sauer. Kommt von der anderen Seite. Oh nett. Nö. No. No. Aber da steht da Visitation. Nö. Hier sind lustige Kabel. Da kann man auch keine Granate reinwerfen. Nein. Aber hier sind lustige Kabel. Oh, was habe ich denn hier? Ein Besucherschlüssel.
Jetzt können wir den Visitation. Aber du solltest erst mal runterkommen. Hier ist eine hellgrüne Kiste. Hellgrüne Waffenkiste. Zu Ihnen. Das hat gerade durch die Decke geleuchtet. Da, durch die Decke leuchtet gut. Mitgenommen. Visitation. Aber da steht ein Visitors drauf. Das steht nicht. Besucher. Da wird nie passen. Gefängnisausbruch. Absperren. Volle Quarantäne. Was ist denn passiert? Ja. Die Terroristin in der Psychiatrie scheint eine dieser symptomfreien Träger zu sein. Shit. Massiver Ausbruch im Untersuchungsgefängnis. Oh shit. Der Arzt hat Absperrung und Quarantäne. Oh shit. Ja, das bekommt man dabei auch. Oh shit. Einfach das shit. So ein Död. Oh, da hinten ist Major Anders. Ne, Major Anders. Major Anders. Major Anders. Oh, das meinst du mit Anders. Oh. Hast du gesehen, was ich davon habe? Oh, meine Fresse, auf wegzulaufen. Hilft ja auch nicht hervor, erschossen zu werden. Der mich hier an? Ein Fragen. Hallo? Wer bist du? Diese Stadt bringt mich irgendwann um. Du bist jetzt meine Geißel. Meine Mensch. What the fuck? Hinter uns ist einfach ein Schrotflinten-Typ lang gerannt. Mann! Seh nix! Leute verprügeln. Jo! Ich habe ihn eingeschleimt, gesprüht. Das ist nicht so geil, wenn man auf dich zurennt und dir ins Gesicht schießt, hä? Hä? Haltet ihr nicht so viel von. Nicht so geil, oder? Oh, der hatte einen Krampf in der Wade. Ich hab's genau gesehen. Ah, unangenehm. Spielstopp, Spielstopp! Meine Fresse, komm da raus! Was schimpfe ich dir nicht? So bescheuert! Ich kapier nicht, warum sich dieser Major nicht einfach eine Waffe schnappt und mitkämpft. Das ist ein Major Anders! Ich bin anders da! Anders ist er! Mit Geisel sprechen! Okay, das kann ich! Danke! Nicht schlagen! Nicht ins Gesicht schlagen! Das ist so etwas mal sprechen! Das ist alles so abgefuckt. Du bist abgefuckt. Du! Der Arzt benutzt sie für Experimente. Sie sitzt hier und kämpfst dich. Ja, so ist das halt im Gefängnis. Da wird man für Experimente benutzt. Meine Fresse. Der, was soll wie der? Der hängt wie ein Boxsack an der Decke. Oh yeah. Schlüssel. Oh. Jetzt habe ich einen Hammer und einen Inbusschlüssel. Jetzt brauche ich nur noch einen Werkzeugkasten. Du hast dich aufgelevelt. Hallo. Kennt uns doch noch von eben. Oh. Hallo. Sir. Die sind da drin, in der Mitte, oder? Ne?
erschießen die? Hey, ich weiß. Okay, was wollen die denn da drin? Ich werfe mal Schaumstoff rein. Ich werfe eine MP-Granate rein. Oh, wir können die Tür auch öffnen. Ich hänge an irgendwas fest. Ich stehe unten und höre oben nur. Oh, jetzt ist lustig. Ja. Lustig! Da sieht immer noch nichts. Ist unten was aufgegangen? Kommen wir da irgendwie rein? Ah, mit meinen Sprungskills gucke ich mal nach. Das sieht nicht so aus. Müssen wir eventuell noch was aufschießen? Ja. Ah. Jetzt ist offen. Ist offen. Hallo, offen. Nutze Tür. Loch ich mach Hebel. Yes. Ich mach. Mach du Hebel. Mach Hebel. Gute Arbeit, Agent. Jetzt zu den Gefangenen. Ja, voll gute Arbeit, Agent. Also den Gefangenen, Agent. Hier ist Munition, Agent. Agent. Plünder mal, Agent. Agent, machen Sie die Tür auf, Agent. Agent, das Spezialmuseum. Tür ist offen, Agent. Agent, es ist grün, Agent. 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 Vom Agent. Und sind die Agents ausgegangen. Das hilft aber nicht, wenn ihr einfach nur öfter Agent sagt. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Das ist doch Unsinn, Agent. Wenn ihr alle in den Raum und brüllt Agent, um die Gegner zu verwirren. Na, die Agents! Ja, die hier, Agents. Noch mehr Agents! Hört auf! Das macht uns alle wahnsinnig. Oh Gott, das sind so viele Agents, ich weiß nicht. Ich habe es genau gehört, sie haben mindestens 50 mal Agent gesagt. Das ist eine ganze Armee von Agents. Die sind verrückt. Ich dachte, sie sind verrückt. Ich krieg da niemand mehr rein. Niemand. Aber die Frau. Aber dann geht's heute Abend ohne Pudding ins Bett. Na gut, ich mache ja schon. Der gute Pudding. Ich hol den mal da raus, das ist mir zu doof. Also wieder so ein Moment, wo wir gleich spielen. Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist alles in bester Ordnung. Es wird alles großartig. Es wird einfach wunderbar. Besser als je zuvor. Hyperbanisch. Ich bediene mich jetzt der Trump-Rhetorik. Das ist einfach das Beste. Da klingt immer alles gut. Alles ist gut. Besser als je zuvor, seitdem ich hier bin. Oh Gott, einfach nur Gott. Gott. Ja, Munition. Ist der über mir? Ja. Was macht er da oben? Oh shit, von hinten kommen Leute. Von hinten? Aber das ist doch vorne. Ja, nicht geschmatzt. Nein! Oh, Alter, hat schon mit dem Raketenwerfer auf mich gezielt. Ich war gerade am Waffenwechseln, weil die Munition in der anderen leer war. Ey, dafür gab's nichts. Gar die nichts. Gefangenen nichts. Befrieden. Ich hab sie alle befriedet. Ja, da war aber irgendwo noch ein Atombandgerät in uns. Oh jo, mein hier Gott. Ist noch eine Ausstattungskiste. In der Küche ist nichts. Ja, ist Essen. Aber ja, Essen.
Interesting. Ich hab irgendwo hier vorne gesagt. Zurück. Ich höre sie Hilfe rufen. Ich kann dich nicht hören. Oben in den Kontrollraum. Ich höre ihn nicht. Wie kommen wir da dran? Bin ich auf der falschen Seite? Na, da ist eine Treppe, oder? Vielleicht kommen wir von oben dran. Ich sehe gar nichts. Warum regnet's da? Das Spiel ist verrückt. Verrückt. Alle total. Auf der anderen Seite ist dort die Tür. Loch in Wand, andere Seite. Aber da geht's nicht durch. Da laufen. Ja, müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen außen rum. Befreien wir erstmal die Typen hier. Ja, vielleicht macht er den Raum auf. Nein, du verstehst nicht. Du kommst hier nicht raus, bevor wir nicht unser Tonbandgerät haben. Ich will aber hier drin bleiben. Hier unten ist Loch entwarnt. Ich gehe durch. Nichts gut. Da bin ich wieder. Ich gehe das eine Loch in der Wand und komme aus dem anderen Loch wieder raus. Ich bin ein Magier. Loch ein, Loch aus. Jo. Ich befreie euch ja schon. Ist alles gut. So. Oh, ich kann sie mir anschauen. Schieß! Die hauen ja alle ab! Oh mein Gott! Was haben wir getan? Gonzales? Auf der Liste steht eine Gefangene. Okay, habt ihr alle befreit? Befreit? Definiert sie befreit. Wir haben die Türen geöffnet. Ja, genau. Alles, was danach passiert ist, ist nicht mehr in unserer Macht. Also, wo wir die Türen aufgemacht haben, haben sie noch gelebt. Danach weiß ich von nichts. Warum bin ich überhaupt hier runtergerannt, wenn ich hier wieder hoch muss? Das war ich schon eine Scheiße. Ja, das war ja wieder klar. Da habe ich hier den falschen Knopf gedrückt. Wurden wieder Gegner gespawnt. Hallo? Hallo? Wir wollen hier so eine Fee mit meinen Glühwürmchen. Ja, absolut. Coole Fee. Prinzessin Lillifee. Schön die Finger von dem geschützt lassen. In der Wand. Ich geh mal rein. Keine Munition. Ich sitze in der Scheiße. Ruhig bleiben. Ja. Das sind irgendwelche kleinen Feen an mir vorbeigeflogen. Das sah überhaupt nicht scheiße aus. Jeder macht ja alles mit Kacke. Ja, das sind diese Zielsuchraketen aus meinem Spezial-Ding. Oh, der ist gut. Meine 100% männlichen Glühwürmchen.
hast schon wieder irgendwas erkannt. Ein Gerät. Der Gerät. Oh. Der Gerät? Was ist mit der Tür hier unten? Die geht auf. Da, das ist bestimmt die richtige Tür. Die wir brauchen. Ist das die Tür, die wir brauchen? Bist du die Tür? So, komm jetzt hier auf irgendwas schießen. Ist irgendwas Cooles, auf das man schießen kann? Das ist ein Kabel. Aber nix. Oh, doch. Auf schießen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jo, jetzt mal hinter den Gießen. Das sind die Verhördaten. Was wollte ich alles haben? Nehmen wir mit. Eureka. Jetzt sind wir mehr Eureka. 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 Könnten Sie bitte etwas leiser schreien? Also sagt er die Wahrheit. Na sicher. Hier oben. Guckst du? Bei mir? Oh, warte, wo du bist? Open. Du bist. Nein, open. Wie du hochgekommen? Das ist Treppenhaus. Treppe. Nicht fliegen. Nein, du kannst nicht fliegen. Oh, oh nein. Oh. Gib's dem Flur. Ich wollte auch was schießen. Machen wir das hier? Nein. Oh, es gibt hier irgendeinen Stromkasten. Ja, bestimmt. Ach, geh auf. Das sind Sicherheitsvorkehrungen hier. Hauptsache den Mülleimer kann man finden. Das ist ein super geübtes Gefängnis. Hier, nehmen Sie die Pistole mit, wenn Sie durch den Gang müssen. Ja, wir müssen jeden Tag durch. Das ist doch nicht sinnvoller, wenn Sie einfach Schlüsselkarten verwenden. Wo kommen Sie denn her? Wer ist hier der Direktor? Der hier im Wechsatz. Der öffnet dann alles mit Pistolen. Wieder Humor, nein. Ja, die hab ich auch gerade angemacht. Den Fernseher umschalten, das Licht ausmachen. Oh Gott. So, was soll ich denn tun? Der Fall? Immer töten. Ich weiß, was du tun sollst. Was ist denn aus ihrem Darm herausgekommen? Ich glaube, du solltest dich mal untersuchen lassen. Direkt neben dir. Und ich muss nachladen, super, danke. Und ganz nicht. Dafür sind Feuerteams doch da. Links neben dir ist. Da ist was Dickes. Das ist ja nicht mehr so dick. Ohne seinen Kopf und seine Arme. Ich höre da Gestöhne aus dem Raum, bei dem ich gerade war. Nicht stören, steht da drauf. Ups, ab. Hier gibt's eine Menge Zeug. Nichts, was ich kann nicht gebrauchen. Sollen wir das in der Zeit deaktivieren oder sollen wir das in der Zeit aktivieren? Sperrung deaktivieren. Wieder hochkommen. Shit, wir müssen da wieder durch irgendein Fenster schießen. Das ja, auf der anderen Seite auch noch. Fuck. Beeilung! Oh toll, jetzt hier wieder zu. Moin! Es ist hier unterbrochen. Wir müssen den Anführer ausschalten, bevor wir Gonzales befreien können. Hinter dir. Ich hinter mir auch. Major Anders ist schon wieder bei mir. Wie ist er anders? Nein, er ist anders.
Nein, nicht so, anders. Ja, aber wie? Meier? Ja, aber anders, wie denn? Ich hab eine Idee. Ich jetzt weiß, nicht. Dass ich besser bin als... Warte, ich kann ausbrechen hier bei mir. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum? Warum hab ich auf dich gehört? Warum? Alter, der hält aber was aus. Ich leg mal ein paar Drogen in die Mitte. Oh, hat sich gerade erledigt. Cool. Ja. Ich heb mal meine Drogen wieder auf. Er wollte einen auf cool machen, aber dann habe ich einen auf Minigun gemacht. Ja, aber wieso hat er auf einmal so viel Leben verloren? Bei mir hatte er die ganze Zeit volles Leben und volle Rüstung. Oh, warte. Kannst du mich hier... Willst du? Nein, oh Gott, ich hab keinen Akku. Der hat auf meinen Schaum geschossen. Oh nein, der gute Schaum. Gott sei Dank. Also, ich gehe davon aus, dass es Schaum war. War es hart oder klebrig? Naja, also, ein bisschen davon und ein bisschen davon. Ich hatte auf jeden Fall Probleme, da rauszukommen. Es hat sich angefühlt wie Spinnenweben. Irgendjemand redet hier. Ja, Knie nieder. Nicht anfassen. Jetzt, wo wir hier sind und keiner zuguckt. Was hat die vor? Will die da runterspringen? Verdammt, ja, verdammt, sie Angel, ist. Schalten Sie den Scharfschützen aus. Dort. Ja. Super. Was gibt's denn hier? Gibt's hier nicht einen Knopf für alle? Nein, wir müssen jeden einzeln rausholen, warten bis er sich umbringt und dann den nächsten. Die Zivilisten in Sicherheit. Hätten wir Gonzales doch retten können. Immerhin wird sie nicht mehr gefoltert. Es ist ein Sieg. Wenn auch ein bitterer. Jetzt müssen wir noch den Anhänger finden. Na, vielleicht können wir hier runtergehen. Hier runter. Haha, als würde ich da rausnehmen. Ich geh noch weiter runter. Du wirst verfolgt von Leuten. Was? Oh! Jetzt sind wir wieder. Gut, jetzt sind wir ganz unten. Gehen wir vielleicht mal ganz hoch. Ist das ein unterirdisches Gefängnis? Gehen wir ganz hoch. Ach ne, hier ist der Ausgang. Also direkt raus. Okay, also der Weg würde sich für dich lohnen, wenn du ein bisschen Kohlenfaser haben möchtest. Oh ja, bitte. Ich komme. Überlegest du. Ja, aber irgendwie... Der ist doch... Ja, vielleicht kommt das ja hier noch. Nee, das ist der ist direkt Ausgang. Oh shit, 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 dann weg da. Da darfst du nicht drin stehen bleiben, sonst werde ich zu dir teleportiert. Ich will raus. Dann passiert zwar erstmal weiter nichts, aber dann würde ich zu dir teleportiert. Moment, hier ist der Besucherraum. Von wo kamen wir denn davor? Kann man markieren, kann man markieren, kann man markieren. Nee. Was gehört? Ein Bling? Irgendwas ist getroppt? Der Beat? Ah! Senior, wo Sie raus sind? Ich, kurz von Handy abgelenkt. Na, ich bin einfach nur den Weg zurückgegangen. Ich schaue jetzt mal, ob hier vielleicht irgendwie offen ist oder so. Ach, scheiße. Wo komme ich denn her? Ich kann mir doch nichts merken. Oh. Also auf jeden Fall sieht es so aus, als müssten wir sehr viel tiefer von der anderen Seite dann rein. Oh nein, ich bin auf der anderen Seite. Also falls du da irgendwo einen Weg nach unten findest.
Weil das ist ja sehr viel tiefer, das Ding da unten. Das heißt, hier muss es da irgendwo einen Weg runtergeben. Irgendein Schacht oder irgendwas. Einen Kackschacht. Das wäre zwar unschön, aber ja. Ich würde ihn benutzen. Es gibt immer einen Anhänger. Es gibt einen Anhänger dafür. Oh, hier war noch eine Kiste, die wir nicht geöffnet haben. Ach, das ist ja unverschämt. Zeltflop 3. Bist du? Hallo? Genau da. So. Ich glaube, du musst so einmal rum. Ja, das ist mir absolut wert, was ist das? Na egal, wir schauen erstmal weiter. Und dann mache ich einfach mal einen Cut, bis wir da sind. Oh, das war wieder zurück. Wir haben etwas gefunden, nachdem wir das gesamte Gefängnis durchsucht haben. Hier sind wir in dem Raum mit dem Geschütz. Und hier ist eine Tastatur, da drunter. Warte mal, ist da drüber das Geschütz? Direkt unter dem Geschütz. Drücke R auf Knöpfe. Los. Hopp. Wow. Sind da Zellen aufgegangen? Auf einmal kann ich da nicht mehr drüber? Nö, auf einmal kommt man nicht mehr raus. Nachdem die Tastatur benutzt wurde, kann man da nicht mehr raus. Die stehen lauter. Super geile Boxecke. Ja, ist normal, die werden hier mit Schnürsenkeln und Gürteln eingelocht. Da braucht man sich nach einer Woche um weniger Leute kümmern. So, ist auf der rechten Seite noch irgendwas aufgegangen? Da war es schon drin. Ich habe ein Utensil gefunden. Dann unten wahrscheinlich auch, oder? Unten wahrscheinlich auch, wir müssen ja nach unten. Oh, warum sind die mit Schaumstoff zu? Warte mal. Und, warte mal, wo war die Treppe hinter uns? Über uns müsste auch auf sein. Öffnen hier. Hier waren wir auch noch nicht. Ah, da geht's runter. Okay. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt so sinnvoll ist. Gucken wir erstmal weiter. Ich renne mal. Oh. Das sieht nach einem Geheimgang aus. Geheimgänge. Dafür mache ich das Ganze hier. Gibt's hier hinten noch was? Oh, ein Rucksack. Ja. Geheimrucksack. Was ein Weg. Alter, so eine ganz professionelle Werkzeugausrüstung hier schon angebracht. Juhu. Da sind wir wieder. Da ist Igitt. Ja. So, jetzt müssen wir das Ganze nur noch ablassen. Mit diesem Gerät. Ja, wie kommen wir da rein? Hier. Oh. Das ist ein bisschen dunkel, ein bisschen das Licht ist gemacht. Schwer zu sehen. Ich kann aber nicht drücken. Ich kann da drauf klettern. Haben wir noch irgendwas? Müssen wir noch irgendwas machen? Vielleicht? Nee. Warte mal, hier ist noch ein Kabel. Oh, bitte, das, bitte lassen Sie sich noch in einen Generatorraum laufen müssen dafür.
Oh Mann. Warte mal. Kabel? Oh, da oben. Ich habe nur das eine Kabel verfolgt, nicht das andere. Ja. Ich habe eine Sicherung. Oh, ist das dumm. Was ist das? Ja, das Problem ist halt, jetzt ist es hell. Jetzt hätten wir das auch alles gesehen. Eben war es so verdammt dunkel bei mir. Ich habe nichts gesehen. Ich auch nicht. Mit dir, genau so. Toll. Ah, na, die schönste Waffe. Ja. Was liegt hier? Fliegen. Kanalschlüssel. Und eingeschleimte Menschen. Juhu! So, kommen wir jetzt auch irgendwo anders so raus? Ja, hier haben wir noch einen Kanalschlüssel bekommen. Und schnell! Ja, ja. Pommeshase! Da! Ja! Ausgang! Ja! So, wir müssen natürlich wieder da raus. Müssen wir? Oh. Hätten wir nicht auch einfach den anderen Weg gehen können? Na gut, dann müssen wir da raus. Ich vertraue nur diesem Ausgang. Die anderen sind doch alle korrupt. Der weiß, wo die uns ausgehen. Die sind mir nicht amerikanisch genug. Hey. Ja. Ah, da. Einsatz, Ende. Wunderbar. Ja, haben wir das auch geschafft nach einiger Suche. Mal schauen, wie es beim nächsten Mal läuft. Bis dann. Ciao.